Hallo, es geht weiter mit dem Dackmobil. Wir haben wieder eine Stellplatzbeschreibung für euch. Heute sind wir in dem mittelalterlichen Zons am Rhein zwischen Köln und Düsseldorf. Hier gibt es einen Stellplatz, der sehr viele schlechte Kritiken hat. Da ich in der Vergangenheit öfters in Zons als Kind war, habe ich gedacht, das kann alles nicht stimmen. Wir wollten uns dem selber überzeugen und zeigen euch jetzt, sind es Hiobsbotschaften, die man auf den einschlägigen Apps liest, oder ist er gar nicht so schlecht wie sein Ruf? Wir zeigen es euch. Wir kommen auf den Stellplatz angefahren. Als Tipp, gebt es ins Navi ein. Es ist die Herrenstraße in Dormagen-Zons, weil die Ortsdurchfahrt nachher in eine kleine Seitenstraße geht, wo ihr dann nachher wiederum, da wo das Auto kommt, rumkommt und dann hier auf die Straße kommt und die Einfahrt zum Stellplatz im Dunkeln wirklich schwer zu sehen ist. Wir waren letztes Jahr schon mal hier, daher wussten wir es. Wir sind nämlich auch schon dran vorbeigefahren. Und hier ist auch schon das Hinweisschild für den Wohnmobilstellplatz. Der Stellplatz kann 3 Tage genutzt werden, hat Platz laut den Apps für 3 Wohnmobile, bekommst aber gut 6 hin und in Sommerzeiten wird es da auch schon mal knubbelig eng, dass man mit 1,50 Meter Abstand nicht auskommt. Hat man gelesen. Sagen wir mal so, wir haben auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Ihr fahrt hier runter und dann kommt ihr auf einen großen Parkplatz, weil der Wohnmobilplatz am Rande dieses öffentlichen Parkplatzes liegt. Und dort könnt ihr dann euer Wohnmobil an der hinteren Reihe vor den Bäumen platzieren. Nicht auf den kleinen Concorde achten, der steht auf dem Parkplatz für die Busse. Der darf da gar nicht stehen. Hat aber den Grund, dass es da nicht so matschig ist, gehe ich mal von aus. Und im Dunkeln auch die Zeichen schwer zu erkennen sind. Gehen wir mal zum Wohnmobilbereich. Der Platz verfügt über keine Entsorgungsmöglichkeiten. Es gibt keine Grauwasserentsorgung und keine Entsorgung für die Chemietoilette. Es gibt Stromsäulen, die wir uns gleich mit euch gemeinsam anschauen. Wir haben die nämlich noch nicht geguckt. Aber es gibt mehr Steckdosen an den Stromsäulen, als es Stellplätze gibt. Das ist eine Rarität. Haben wir sonst nicht. Wir haben sonst eher den Fall, dass du wesentlich mehr Stellplätze als Steckdosen hast. Wie ihr sehen könnt, ist der Untergrund ein wenig allradfreundlich. Und auch hinten im Stellplatzbereich sieht es nicht anders aus. Und je nachdem, mit welchem Medium ihr zahlen möchtet, seid ihr gezwungen, bei Regen über den Platz zu gehen. Laut anderen Campern hat der Platz, was er im Winter mit Pfützen hat, im Sommer mit Staub. Er soll wohl sehr staubig sein, aber das können wir euch natürlich bei dem Wetter am zweiten Adventswochenende nicht bestätigen. Bis hier können Wohnmobile stehen, aber Fazit der Geschichte ist, die Schilder werden generell übersehen. Als wir gestern Abend ankamen, war der Platz, bis auf die kleine Lücke, wo wir stehen, gerappelt voll mit Transportern. Die Jungs hatten Feierabend, wollten hier parken, wohnen hier in der Gegend und PKWs. Umso später es wurde, umso mehr PKWs kamen. Und vielleicht war hier irgendwo die ein oder andere Weihnachtsfeier, was damit auch zusammenhängt, dass man dann zu vorgerückter Stunde, natürlich in bester Laune, wieder fährt. Ist, wenn man einen leichten Schlaf hat und früh schlafen möchte, nicht ganz so tricky. Hinter den Bäumen, direkt dahinter, liegt auch das Schützenhaus, wo im Sommer gerne schon mal, oder ich weiß vielleicht auch im Winter, gefeiert werden kann. Das kann man mieten und das heißt, dass du dann auch entsprechend gleiche Geräuschkulisse hast, wenn du überhaupt einen Platz bekommst. Wir waren letztes Jahr im Februar hier, da stand hier ein Festzelt, das bis wirklich Schlag hier vorne dem asphaltierten Weg ging. Hier, da standen die Womos, davor stand noch eine Reihe Dixies und dahinter rockte Brinks. Wir sind dann zu einem nicht mehr vorhandenen, aber doch, wir konnten dort stehen, geduldeten Platz in der Nähe gefahren und haben dann an einem kleinen Tiergehege gestanden, was vielleicht genauso laut war, weil
morgens um 4 haben die Hunger und du denkst, du sitzt in Australien im Busch. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Untergrund ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob er eben ist. Wir haben das dann gar nicht geguckt, aber ich glaube, wir stehen relativ gerade. Aber er ist halt sehr aufgeweicht, obwohl er geschottert war, mal im ursprünglichen Zustand. Positiv ist, nachdem die feierlichen Aktivitäten ein Ende hatten, war aber auch nicht spät, ne? War maximal vor 12, ne? War es ruhig, morgens um 6 kamen die ersten, die zur Arbeit fuhren, beziehungsweise um 7 die Hundi-Leute, aber alles richtig ruhig, also schlafen konntest du hier gut, war also kein Problem. Wenn man hier, und das meine ich jetzt ernst, schon den Campern so eine Möglichkeit gibt, so einen Platz herzurichten, zumal Zons früher über einen etwas größeren und recht schönen Platz verfügte, vom Tourismus teilweise die Lokale hier leben, und davon gibt es mehrere, die auch zum Teil mittlerweile leer stehen, das spricht für sich, warum man das nicht nutzt und wenigstens so gestaltet, dass man hier vernünftig stehen kann. Wie heute ist eben hier Nikolausmarkt, den möchte man auch, das ist glaube ich 5., 6. Mal, dass der stattfindet, weiter ausbauen, was ja dann auch wieder ein interessanter Event wäre, der Touristen anlockt. Aber bei so einer, naja, meine Schuhe wollt ihr jetzt nicht sehen, ne? Bei solchen Verhältnissen natürlich einem die Freude auf Glühwein und leckeren Lebkuchen oder ähnliches nimmt. Jetzt kommen wir erstmal zu den weiteren Dingen, die ihr hier vorfindet, weil es gibt noch öffentliche Toiletten, bezahlen müssen wir auch. Es gibt an dem Schild, wo ich stand, noch ein Hundekotbeutelbehälter. Müll könnt ihr, unter uns gesagt, wenn es keiner sieht, in den Mülltonnen entsorgen, wenn es in kleiner Menge ist. Ich sag mal so ein Apfelkern oder so, da wird euch keiner den Kopf abreißen. Vorne am Ausgang, am Ende des Platzes zum Deich hoch stehen, 3 Mülltonnen verteilt. Da könnte man zur Not mal was entsorgen. Dann kommen wir zu bezahlen oder Strom? Was nehmen wir zuerst? Dann nehmen wir zuerst mal den Strom. Nehmen wir erstmal Geld. Geld wollen sie alle haben. Genau. Not auf die Tour nicht. Solltet ihr nur eine Zwischenübernachtung machen wollen, von 20 bis 9 Uhr morgens ist der Platz kostenfrei. Ansonsten, wenn ihr wie wir jetzt hier von Freitag bis Sonntag stehen wollt, müsst ihr samstags morgens noch ein Tagesticket für 7 Euro ziehen, für die Zeit von 9 bis 20 Uhr. Bezahlt werden kann mit Münzen und mit EC-Karte. Scheine zum Wechseln hat der zweite Automat hinten am Baum. Der hier nicht, aber bei so vielen Zahlmöglichkeiten ist das möglich. Ihr könnt auch für mehrere Tage hier buchen, aber da wir jetzt tricky sind, haben wir gestern um 18 Uhr die 3,50 genommen bis 20 Uhr, heute die 7. Und ob wir morgen, da soll es regnen, um 9 noch fahren oder nur ein bisschen noch bleiben, das entscheiden wir dann und lösen nochmal. Ist ein bisschen aufwendig, aber funktioniert. Zahlsystem ist easy, verständlich. Wenn du Tagesticket, Wohnmobile kostet 7 Euro, für Pkw 6. Wenn du Wohnmobil bist, musst du gelbe Taste drücken und dein Geld einwerfen. Und wenn du sagst, so, das ist jetzt ein Tag oder plus 2 Tage und du bist fertig, drückst du auf das Häkchen und dann wird nach Bezahlung dein Ticket, das du sichtbar in deinem Wohnmobil aushängen musst, ausgeworfen. So einfach geht das. Das ist gut. Was haben wir denn noch? Schauen uns die Stromsäulen an. Wie die sind, keine Ahnung. So, hier sind die Stromsäulen. Wichtig ist, 50 Cent Stücke mitbringen und dann Platznummer wählen, Stecker in die Platznummer, die ihr ausgewählt habt. Also hier ist auch vorgesehen 6. Nicht Platznummer, Steckernummer. Steckernummer. Dass es 6 Plätze sind, was ja auch Sinn macht, Geld rein. Aber es sind auch 2 Stromsäulen da. Ja, es sind sogar 2 da für 3 offizielle Plätze. Ja. Machen 12 Steckdosen echt Sinn. Also das ist vorbildlich, Stations Dormagen. Ja, du kannst 4 Kabel legen. Genau, ich kenne Plätze mit 50 Plätzen und 12 Steckdosen. Aber ich weiß jetzt nicht, die 50 Cent für wie lange
Geld einwerfen, erzählt er mir da oben nur. Jetzt gucken wir mal, 230 Volt, ja. Aber... steht nichts. Wie lange? Für wie lange? Keine Ahnung, da wir keinen Strom benötigen für das Wochenende. Ich denke mal Kilowatt. Müssten wir das ehrlich gesagt auch in anderen Apps mal nachschauen. Wenn ihr es wisst, würde ich mich freuen, wenn ihr es in den Kommentaren schreibt, weil der, der das Video sieht und sich vielleicht die Kommentare darunter anschaut, dem ist dann geholfen, weil ich bleibe an der Stelle gerade unwissend. So, jetzt zeige ich euch noch, was es hier noch Gutes gibt. Der Platz liegt nahe am Ortseingang, nahe am Rhein. Es gibt wunderbare Wanderrouten hier durch die Rheinauen und der Zonser Heide. Ein Radwegenetz ist auch vorhanden, also wenn ihr hier vorhabt, Tage in der Natur zu verbringen oder das alte Städtchen zu erkunden, das ist alles nah. Im Ort gibt es einen Lebensmittelladen, Discounter der gehobenen Klasse, es gibt einen Bäcker, es gibt viele Lokalitäten, es gibt einen Souvenirshop, eine Touristeninformation, also man kommt gut über die Runden. Und jetzt zeigen wir euch noch, was es hier vorne noch als Bonus on the top gibt, die öffentlichen Toiletten, die mitgenutzt werden können. Und wir haben vorne noch eine E-Bike-Ladestation. Und wo wir gerade noch bei Unternehmungen in der Umgebung sind, nicht weit von hier ist die kleine Fähre. Dort könnt ihr mit eurem Rad oder auch zu Fuß auf die andere Seite rübergehen und drüben auf der anderen Seite liegt Benrad mit Schloss Benrad. Auch ein Tipp. Auf jeden Fall sehenswert. Und es legt im Sommer auch noch die Köln-Düsseldorfer hier an. Das könnt ihr damit den Rhein entlang schippern. Was auch eine gute Sache ist, ich weiß nicht, ob es heute stattfindet, ist, dass hier in Zons samstags auf dem Platz hier um 17 Uhr überschüssige Lebensmittel verschenkt werden. Es gibt eine gemeinnützige Organisation, die bei den einzelnen Geschäften zusammensammelt, werden dann von tatkräftigen Händen zusammengepackt und können hier dann aufgestellt mitgenommen werden. Ich weiß nicht, ob es heute ist oder ob wir es sehen werden, weil wir werden vielleicht zu der Zeit auch im Weihnachtsmarkt sein und zwischen 17 und 18 Uhr, ich weiß nicht, ob es im Dunkeln gemacht wird. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall auf der Homepage der Stadt Zons so ausgepriesen. Hier vorne haben wir noch eine E-Bike-Ladestation, wo ihr eure Akkus laden könnt, wenn ihr nicht unbedingt an den Strom wollt, aber so viel Fahrrad gefahren habt, dass eure Akkus wieder Hunger haben. Und wie ihr seht, hier im Eingangsbereich auch Informationen zu Veranstaltungen und eine Übersichtskarte der Region. Wenn Alfred mal hinterher käme, könnte er euch die auch zeigen. Alter Mann, das kann der jetzt so. Ja. Ist sowieso total beschlagen. Also von daher. Und da ihr auf der Karte ja nicht viel erkennen könnt, wisst ihr natürlich sicherlich, wie wir das immer machen. Es gibt ein zweites Video. Da stellen wir euch die Umgebung und das Örtchen Zons vor, inklusive dem heutigen Nikolausmarkt. Also schaut euch auch das andere Video an. Dann habt ihr das Rundum-Vergnügungspaket. So, da E-Bike-Ladestation. Einwurf 1 und 2 Euro Stücke. Euer Ladegerät in die Dose gesteckt, Geld eingeworfen, Schlüsselchen abgezogen und wenn es voll ist, wieder abholen. Ich lese das jetzt nicht alles, wie lang das dauert oder inwieweit. Ich habe die Lesebrille nämlich nicht mit. Aber wenn ihr es benötigt, hier steht alles, bis es geht. So, dann gehe ich mit euch noch schnell zu den öffentlichen Toiletten, weil da vorne ist das Hinweisschild, dass hier vorne die öffentlichen Toiletten sind und die sind auch da vorne auch direkt schon versteckt. Der Weg ist nicht weit. Und hier haben wir auch schon die öffentlichen Toiletten. Ich werde die jetzt nicht filmen, weil öffentliche Toiletten sind halt öffentliche Toiletten. Hier steht auch, oh, hier ist es aber warm drin. Das Entleeren von Campingtoiletten ist generell nicht erlaubt, aber bei dringenden Fragen könnt ihr euch an die tourismus@swd-lormann.de wenden. Hier ist es herrlich warm.
sehr sauber. Also für die, die kein WC an Bord haben, auf jeden Fall gut nutzbar. Und auch für Rollifahrer die Auffahrrampe in Richtung Herren-WC. So, wir sind fertig mit der Stellplatzvorstellung. Das heißt, wir begeben uns jetzt auf den Weg mit dem Rad, die Umgebung zu erkunden. Aber wir möchten euch gerne unser Fazit dalassen. Okay, wir waren hier. Wir kommen nicht wieder. Der Platz ist jetzt doch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und man kann verstehen, welche Kommentare da teilweise in den Apps abgegeben worden ist. Die Lage, die ist echt gut, aber hier fehlt so ein bisschen das Mitdenken, dass man sich auch wenigstens ein bisschen wohl fühlt, wenn man zumindest bei so einem Wetter hier rumlaufen muss. Und dass der Parkplatz permanent zugeparkt ist mit Autos, das ist auch eine Sache, da könnte man Abhilfe schaffen. Okay, und schaut euch das andere Video an, weil die Umgebung entschädigt dann wieder ein bisschen dafür. Macht's gut. Ach so, ganz wichtig, lasst uns bitte noch ein Abo da, auch wenn ich eben die Kamera die ganze Zeit im falschen Modus eingestellt hatte. Und wir üben fleißig weiter und jedes Abo animiert uns, einfach wieder besser zu werden. Entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, wieso kann man so bescheuert sein, um diesen schönen Stellplatz zu schließen, um den dann hinten auf dieser Matschwiese für ein paar Wohnmobile zu erschaffen. Werde ich nicht verstehen. Ist mir unbegreiflich.